Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fable Anniversary. Ja, das letzte Mal haben wir ja Donna und wie ist die andere? Scharlachrobe war unsere Mutter. Na, die eine da. Dornrose haben wir umgebracht, um die Seelen aufzufangen. Und wir sollen jetzt in diese Richtung, nicht in die? Ist das denn richtig so? Quests? Wo sind wir denn gerade überhaupt? Geht zur Gilde, tötet den Gilde. Hey? Achso, da findet heraus, welche andere Seele ihr nehmen könnt. Wir wollen ja zum Nostro und konnten es nicht übers Herz bringen, den Gildenmeister umzubringen. Deswegen rennen wir jetzt mal hier in diese Richtung. Wir waren nämlich schon so, als müssten wir hier lang. Warum stehen die jetzt hier wachen? Lode? Kapier ich nicht. Der Geist von Nostro hat diesen Ort heimgesucht, solange man denken kann. Aber er hat noch nie zuvor Ärger gemacht. Ich sage euch, es ist, als ob die Toten dort in einem Krieg kämpfen. Wir Jungs vom 5. Regiment halten sie unter Kontrolle, aber es muss etwas unternommen werden. Ihr Jungs vom 5. Regiment? Hast du noch was Spannendes zu sagen? Die Gilde sagte uns, ihr würdet kommen. Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist wie das Ende der Welt. Aber jetzt, wo ihr hier seid, können wir das Ganze bestimmt klären. Ich trat dem 5. Regiment nicht bei, um den ganzen Tag Gräber zu bewachen. Oh nein! Gut gemacht, Kumpel. Nun gut, gehen wir Richtung Nostro und sehen, was es dort zu gibt. Zu holen gibt, nicht zu gibt. Kämpft ja kein 5. Regiment, sondern Master Jacks Lakaien gegen Zombies. Also gegen Untote. Wo ist jetzt da der Sinn hinter? Also, verstehe ich nicht ganz, ne? Warum Master Jack hier plötzlich jetzt Gegner hinsendet. Oder Lakaien. Ein Schmuck. Weiter geht's. Jetzt Muskelprotz. Fertig. Tatsächlich die gute Zeit, die man alle fertig zu machen, ne? So schnell wie halt geht. Ausruhen. Nicht Kopf halten. Kämpfen. So, jetzt krieg ich einen Schaden, wenn ich geschlagen bin, den er dann sauber macht. Wenn ihm so ist. Um ehrlich zu sein, ich kann mich an diesen Tag gar nicht erinnern, dass sie so abgeht. Aber es ist auch schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal an dieser Stelle bekannt wurde. Letztes Mal, als ich das auf der Xbox, glaube ich, gespielt habe, als es da rauskam. Und das kam ja dann ein Jahr oder so später auf PC raus. Irgendwie in dem Dreh. Also auf der Xbox 360, von der spreche ich, von der Anniversary-Version. Hä? Hallo? So treffen wir uns wieder. Ihr holtet meine Waffen und meine Rüstung und brachtet mir Frieden. Dafür entbiete ich euch meine Seele. Aber ich bin Nostro und ich habe eine Kriegerseele. Ihr müsst sie euch im Kampf holen, sodass ich im Jenseits stolz vor meinen Kameraden stehen kann. Okay. Meine Männer werden mich bis zum Tod schützen. Nur wenn sie fallen, kann ich verletzt werden. Natürlich. Nehmt denn meine Seele mit Ehre.
Hast aber plötzlich eine ganz andere Stimme. Als noch damals. Schöner Sound. Holt Nostros Seele aus dem Friedhofsring von Litchfield. Okay. Oh, Alter, wir haben einen 20er Score. Ja, das nennt sich Score heutzutage. Wahrscheinlich gleich noch ein paar heftige Spawn, aber man hält sich noch ein bisschen ganz. Das war's. Ey, komm. Kann man sagen, dass da ständig neue Spawn und ich die erstmal killen muss und die dann, keine Ahnung, 2 Sekunden später wieder spawnen. Schon ganz gut aus. Der gute Nostro. Ey, Flocken. Das ist nicht erlaubt für den kleinen Knirps. Das ist hier jetzt auch ein bisschen lame, dass das dann nur so kleine Typen spawnen. Ja, das hätten wir vorher machen sollen, das geht dann schneller. Naja, jetzt haben wir es geschafft. Das war episch. Und wir brauchen ja auch unbedingt noch diese 15.000 Erfahrungen. So. Das war's dann wohl, ne? Haben wir denn hier schon alles ausgegraben? Ich denke. Schauen wir mal trotzdem schnell nach. In diesen Gräbern gibt's meistens immer was zu graben. Meistens immer. Wow. Aber sieht so aus, als wenn wir. Ja doch, wären wir die schon mal durchgegangen, die ganzen Gräber. Und auch diese nette Truhe hier. Da hat man so eine Verstärkung drin. Ah, ich kann die Zahl leider nicht sehen. 10, glaube ich. Ja, das war sehr wichtig, dass ich das jetzt erfahre, was da drauf steht. So, dann können wir jetzt Richtung Archons Schrein wieder gehen. Und die letzte Seele in das Portal werfen oder was auch immer das ist, um das Tor zu öffnen. Was ist das eigentlich? Also ein Tor einfach, oder? Wow, was war das? Hey, das Schnitter. Oh mein Gott. Ich fühle Jacks Präsenz stärker werden. Der Gestank des Todes ist überwältigend. Ja, ich auch. Bereitet euch gut vor, bevor ihr gegen ihn antretet. Die Inschriften besagen, nur ein einziger Held kann das Tor passieren. Ach so? Ihr müsst euch ihm allein stellen. Möge der Tod euch verschonen. Ihr kommt zu spät, kleiner Held. Geil, Erfolg bekommen. Wieder einmal zu spät. Kommt zum Bronzetor. Wir haben noch was zu erledigen. Zu erledigen? Ja, ich kann's Kreis bekommen und Geld, woher auch immer. Schwere Entscheidung. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Hätte der das auch gesagt? Der Gegenmeister hätte meinen umgebracht? Das ist eine gute Frage, ne? Schauen wir mal uns unsere letzte Questkarte an. Also wahrscheinlich unsere letzte. Ja, der letzte Kampf. Messer Jack ist zurückgekehrt. Ihr müsst seine neue Form besiegen oder Albion ist verloren. Ja, genau.
20.000 Gold, Alter. Haben wir ja 100.000, 200.000 meine ich. Dann sind wir reich. Können wir uns ja die größten Immobilien hier holen. Versagt ihr, gibt es wenig Hoffnung für die Menschen von Albion. Du kannst doch nachtreten, oder nicht? Vielleicht musst du dann auch nochmal 3 Seelen holen, aber die Arena-Seele, meine Mutter und der Gegmeister sind ja noch vorhanden, ne? Die können ja nochmal geholt werden. Ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet. Wir müssen jetzt nicht noch viel mehr holen. Ich werde nur mal schauen, wie viele Tränke ich noch habe. 67, ja. Das wird doch wohl reichen. Würde ich sagen, treten wir jetzt direkt dem Bösen gegenüber. Und wagen es, durch das Tor zu treten. Vorher würde ich sagen, dann setzen wir aber nochmal unseren richtigen Helm auf, ne? Damit wir auch wirklich vorbereitet sind. Archons Kampfhelm. Zack. Oh yeah. Auch wenn wir am Hals ein bisschen ungeschützt sind. Aber da trifft ja so ein Jack nicht hin. Archons Vergnügen. Und auf geht's in den Endkampf. Seid ihr ja. Ich musste lange warten, aber ich wusste, ihr würdet mich befreien. Was? Immer eine Marionette. Ist es nicht ermüdend, dass immer jemand anders an den Fäden zieht? Ich bin unsterblich. Eure Götter und Dämonen bedeuten mir nichts. Was? Ein Drache? Goodness. Besiegt Messer Jack. Der letzte Kampf. Okay. Komm mal direkt mal auf, ne? Super. Uiuiui. Das ist aber gut, der mit. Oh, der ist ja tot. Genau wie damals. Ja, aber das war auch ein Problem. Hört ihr mich? Trag mich! Und die Welt liegt dir zu Füßen! Hört mir zu! Zerstört die Maske! Sofort! Ja, wir sind zwar böse, aber wir sind ja nicht willensschwach und auch stark. Also, stark sind wir, aber nicht willensschwach. Und da fliegt sie. Und dumm sind wir auch nicht. Oh yeah. Was? Hashtag Spoilers. Es war eine Schlacht, über die man noch viele Jahrhunderte sprechen würde.
Der Tag, an dem der Held von Orkwell den Drachen Messerjack besiegte. Der Tag, an dem die Kreatur hinter der Maske endlich von dieser Welt verbannt wurde. Was aus der Gilde, ihren Helden sowie den Männern und Frauen von Albion werden würde, konnte keiner sagen. Nur eines war sicher. Der Kampf zwischen Gut und Böse, den Schwachen und den Starken, würde ewig weitergehen. So ist es. Schön, dass wir immer noch den Sound hören von unserem Schild. Fable Anniversary PC Team. Ja, das war's dann mit Fable Anniversary. Ich muss ja sagen, ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Bockt einfach sehr viel, sehr gut und sehr stark. Wenn das Sinn ergibt, wie ich das gerade so gesagt habe. Und damit haben wir das auch endlich mal abgeschlossen nach 3 Jahren, oder? Ne, ich glaube 4 sind es noch nicht, oder? Ich hoffe zumindest nicht. Ja, was so in der Zukunft ansteht, das kann ich noch nicht so sagen. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie neue Projekte anwerfe oder einfach mal irgendwelche random Videos mache oder ähnliches. Versprechen will ich natürlich nichts, weil wenn man meinen Upload-Plan ansieht, dann sieht man, dass Versprechen jetzt nicht so die beste Idee wäre. Aber ich halte mir auf jeden Fall alles offen und schaue einfach mal, wie ich dann irgendwie Lust zu habe und was da so bei entsteht. Ja. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wieder das Spiel zu spielen hier. Aber ich werde jetzt, denke ich mal, erstmal die Szene überspringen, auch wenn das sehr nett hier ist und man natürlich auch alle Leute hier loben sollte. Und deswegen drücke ich mal Y. Wir können ja noch mal kurz in die Halle gehen, auch wenn ich jetzt wieder zurückgespawnt werde. Oh, sind wir jetzt ihr gut geworden. Ihr seid jetzt gut genug, das Ausdrucksmittel Danke zu benutzen. Was? Wir können endlich Danke sagen nach so vielen Jahren? Ihr seid jetzt gut genug, das Ausdrucksmittel Entschuldigung zu benutzen. Oh mein Gott. Vielleicht ist das jetzt ein Neustart für unseren Charakter. Vielleicht werden wir jetzt wirklich gut. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir gehen nochmal kurz zurück, um zu gucken, was da so abgeht. Oh, schade. Immerhin können wir uns nochmal die Gegend angucken. Und wie es hier brodelt. Wie sieht's denn jetzt mit unserem Level aus? Unserem Level halt. Unserem gut-böse Wert. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennen soll. Wo kann man den überhaupt einsehen? Wäre das doch eigentlich bei Werte, oder? Oder nicht? Oder doch oder nicht? Nee, irgendwie nicht so, ne? Grundhaltung, minus 44, das wird's wohl sein. Ja. Legendärer Willenskraftanwender genannt Gladiator. 58 und schon so graue Haare und schrumpelige Haut. Und aschgraue Haut. Und Narben, aber gut, die Narben kann man sich natürlich einfangen. Na gut. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal Richtung Gilde und schauen uns die Halle an. Ich hätte ja auch immer noch gern Fable 2 für den PC und auch Fable 3, das würde zwar gehen, also Fable 3 gibt es für den PC, aber die werden nicht mehr verkauft, weil die Keys irgendwie alle geworden sind, weil sie nicht mehr produziert werden wegen Xbox Live, das ausgefallen ist. Ja, sehr schön, ne? Und natürlich wird es auch nicht in dem neuen Microsoft Store angeboten. Moin. Ein richtiger kleiner Held, was? Kleiner? Boah, kannst mich auch Kleinheld nennen, obwohl ich die Welt schon zweimal gerettet habe. Und der Gildenmeister hat nichts mehr zu sagen. Er ist einfach nur stolz. Glaube ich, hoffe ich. Gibt's noch Bücher? Ja, gibt's noch.
Vielleicht werde ich das auch noch machen, dass ich die ganzen Silberschlüssel noch sammle und Dämonentüren und sowas öffne. Da wird vielleicht auch nochmal was kommen, aber wie gesagt, nichts versprochen. Aber ich werde es mir überlegen und gucken, ob ich das entweder zusammenschneiden lasse oder halt als normale Folgen raushaue. Das ist doch schön. Erstmal einen Diamant schenken. So macht man das. Das erste Mal gesehen. Die Gildenhöhlen. Ach ja, wisst ihr noch, als wir hier lang gelaufen sind? Als wir dann die Zeremonie begangen haben, um ein Held zu werden. In der Schicksalskammer. Die spielt ja auch nochmal eine zentrale Rolle in dem nächsten Teil, in Fable 2. Ich glaube sogar im Fable 3. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Hier, wo wir von Maze aufgezogen wurden. Oder aufgenommen wurden. Und wie Maze uns verraten hat. Schön, dass sie nebeneinander sind. Die schöne Arena, wo Whisper gestorben ist. Ja, gerade eben. Sozusagen. Unsere Heirat, war das nicht mit Lady Grey? Ich bin schon sehr raus. Haben wir Lady Grey geheiratet? Ich weiß gar nicht, was mit der passiert ist. Da können wir auch gleich nochmal nachsehen. Das Gefängnis? Nee. Ich weiß gar nicht, wann das spielen soll. Haben wir der Master Jack schon besiegt? Oder die Arena geschafft? Das könnte so sein. Da haben wir Master Jack besiegt. Und wurden der böse Lord. Hier waren wir im Gefängnis und haben Jahre unseres Lebens hinter uns gebracht. Hier haben wir die Geschichte unserer Mutter erfahren, dass sie die Balverin-Töterin war. Unsere Schwester, wie sie ihren Alltag verrichtet. Das böse Monster im Gefängnis und wir als kleiner Junge, Waise quasi schon. Unser Dorf abfackelt. Hier sind wir wieder beim Anfang. Mensch. Ja, das war quasi unsere Geschichte. Und damit würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.